Dann begrüße ich auch ganz herzlich jeden im YouTube-Online-Gottesdienst. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Christusgemeinde Pforzheim. Wir haben schon eine Anbetungszeit hinter uns, ihr schaltet jetzt gerade dazu. Aber auch von mir nochmal herzlich willkommen an alle, die bei uns hier im Saal sitzen. Es ist so schön, euch zu sehen, so schön, ja, Menschen um sich zu haben, oder? Also ich genieße es, aber ich bin ja eh der Typ, der es genießt, Menschen um sich zu haben. Und freue mich, euch frisch, fröhlich und wunderschön zu sehen. Wir haben heute einen besonderen Sonntag. Wir als Freikirchler, wir gucken ja gar nicht so auf diese Kirchenjahr-Sonntage. Wir wissen gar nicht, was Epiphanes und Trinitatis und so alles bedeutet, ja. Aber heute ist so einer von den Sonntagen, den selbst wir Freikirchler beim Namen kennen. Wer weiß denn, was heute für ein Sonntag ist? Palmsonntag. Wunderbar, gut gemacht. Heute ist Palmsonntag und deswegen haben wir auch beschlossen, an dieser Stelle unsere Abraham-Reihe für fertig zu erklären und dafür mal wieder über Jesus zu reden. Ja, ich hoffe, ihr seid da offen für. Und wir wollen natürlich uns die Geschichte angucken, wie Jesus zu Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist. Also wer eine Bibel hat, kann sich die schon mal rausholen, auch als App, wenn ihr möchtet. Aber ja, ich gucke hinterher nach, ob ihr in der Zeit was gepostet habt. Deswegen Bibel-App, ja. Das ist nicht die mit dem blauen, weißen F oder so diese etwas rosane mit der Kamera. Das ist die braune, wo Bibel draufsteht. Das ist die App, die ihr braucht. Aber bevor wir in den Text gucken, dachte ich, und das ist jetzt grenzwertig, aber mit Masken geht es, würde ich gerne von euch hören, wie würdet ihr Jesus beschreiben, wenn ihr Adjektive, ja, so ein Wort, Beschreibungswörter hättet, wie würdet ihr Jesus beschreiben, seinen Charakter, wie er war? Könnt ihr mal so ein bisschen spuckefrei reinrufen? Ich wiederhole es über das Mikrofon dann. Wie ist Jesus? Gütig. Gerecht, dienend, geduldig, wie ist Jesus noch? Barmherzig, wichtiges Thema, ey, gerade in dieser Zeit. Liebend, ich glaube, das ist was ganz groß in unseren Sachen steht. Habt ihr noch ein paar Sätze, Worte? Sanftmütig, ja. Vergebend, ein guter Jesus, oder? Ey, super, es ist ein toller Mensch, ich mag Jesus sehr gerne. Behaltet mal all diese Beschreibungen im Hinterkopf, während wir jetzt den ersten Abschnitt unserer Geschichte lesen. Und zwar lesen wir aus Matthäus 21, für die jetzt ihre Apps und Bücher offen haben. Matthäus 21, ab Vers 1 und ich lese nach Elberfelder. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie. Und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der da spricht. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die vor ihm herging und nachfolgte, rief und sprach: Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Und die Volksmenge aber sagte: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Da war was los, ja? Da ist was passiert. Jesus kommt nach Jerusalem, er hat ein Ziel. Die meisten Leute sind in der Zeit nach Jerusalem gekommen, weil Passafest war, die Woche drauf. Ja? Die Leute kamen und strömten, also es war bestimmt Action in der Stadt. Ja? Und er
bedient sich eines Esels, ja, da war Jesus ja auch immer freizügig und Gott hat da die Wege geebnet, dass das immer ging. Einem jungen Esel fohlen, ja, noch niemand drauf geritten und er zieht los und die Leute fangen an zu jubeln und rufen und legen Klamotten auf den Boden und schneiden Blätter von Bäumen ab. Im Johannes, der beschreibt es als Palmen, deswegen heißt es Palmsonntag. Ich glaube, bei Lukas schneiden sie Sachen vom Feld ab, aber wie auch immer, sie nehmen Pflanzen und sie legen es auf die Erde oder sie winken ihn damit zu und das ist eine Ehrerbietung. Auch eine Ehrerbietung, dass er nicht in den Staub der Straße treten muss. Und das Volk feiert ihn. Und sie rufen, Hosanna, der Sohn Davids, er kommt. Er kommt im Namen des Herrn. Freude, Jubel, Begeisterung. Und alle, die fragen, wer ist denn das? Dem sagen sie, ey, das ist Jesus. Ja, das ist der Prophet. Und irgendwie, kurz nach dieser Geschichte, kippt die Stimmung. Als ich so vorbereitend da reingeguckt habe, dachte ich mir, schon krass. Also Jesus, der ist ja nicht dumm. Na? Jesus, der macht Sachen oder Gott leitet es so, dass es auch zusammenkommt. Jesus kennt die Dinge, die Geschichten. Also er kommt jetzt erstmal am Sonntag. Ja? Am Sonntag vor Passa. Das ist auch nicht irgendein Tag, ja, sondern Jesus hat sich das schon gut ausgesucht. Und zwar sind das ist 5 Tage vor dem Pessachfest. Und an diesem Tag, 5 Tage vorher, werden die Lämmer, die zu Passa geschlachtet werden, reingeholt in die Häuser zu den Familien. Also das, was dann zum Opfertier wird, das holen die sich erstmal nochmal ins Haus. Und das ist genau der Tag, wo Jesus als ultimatives Passahlamm, das geschlachtet wird, zu den Menschen kommt, in das Haus Gottes nach Jerusalem. Und er kommt nicht irgendwie, sondern er reitet auf einem Esel. Nicht vielleicht das erste Reittier, was uns einfallen würde. Das erste Reittier, an das wir denken würden, wäre eine Kuh. Nein, natürlich wäre es keine Kuh, sondern Pferd, ja? Sind alle damit aufgewachsen. Erst war unser Pferdchen aus Holz. Später wollten wir alle einen Pony haben. Unser Go-To-Reittier wäre ein Pferd. Warum kommt Jesus nicht auf ein Pferd? Das gab es auch in Israel. Aus einem ganz einfachen Grund. Also aus 2 einfachen Gründen. Erstens erfüllt er damit eine Prophetie, die wir sowohl in Sacharja als auch in Daniel finden. Als auch die Tatsache, dass Kriegsherren, Eroberer, Schlachtführer, die kamen auf Pferden, hoch erhoben, dass die Volksmenge sie sahen. Das waren Pferde, ja. Ich weiß nicht, habt ihr mal hier die berittene Polizei gesehen, die hier in Pforzheim manchmal unterwegs ist? Die haben Viecher, die sind riesig. Wenn die hier manchmal lang reiten, ich komme gerade aus der Tür, denke ich so, ja, die haben ein Stockmaß von 2 Meter oder so. Also es gibt einfach so beeindruckende Tiere. Und da sitzt dann auch noch ein Mensch oben drauf, der wird gesehen, ja. Und Jesus hat gesagt, zu sich, das will ich nicht. Jesus kommt nicht als Kriegsführer, Jesus kommt nicht als der große Eroberer, sondern ein Esel, das war ein Tier des Friedens, ein friedfertiges Tier. Das wussten die Leute auch, das war bekannt. Ein Esel, das ist was sehr Demütigendes, sehr Bodenständiges, das wäre Friedvolles. Und ist auch nicht so hoch. Ja? So ein Esel hat so ein Stockmaß von, weiß ich nicht, 1 Meter oder so. Coole Tiere. Ich mag Esel gerne. Irgendwann, wenn ich mal einen Garten habe oder so. Jedenfalls, Jesus kommt auf einem jungen Esel, auf dem noch niemand geritten ist. Das hat Symboltracht. Ja, er kommt auch nicht an einem x-beliebigen Tag und er kommt auch nicht aus einer x-beliebigen Richtung. Ja, er kommt aus Bethanien. Bethanien liegt im Osten von Jerusalem. Und im Osten, da geht bekanntlicherweise die Sonne auf. Ja, oder? Also ich irre mich jetzt nicht. Da drüben irgendwo, da geht die Sonne aus. Und Jesus kommt als Licht der Welt. Klar kann man jetzt sagen, weit hergeholt und so, aber es passt zusammen. Also irgendwie ergibt es Sinn. Und die Menschenmasse, sie jubelt und sie freut sich. Und er kommt. Sie warten seit Jahrhunderten auf den Erlöser, seit Jahrhunderten auf den Messias. Und ein Teil dieser Volksmenge denkt jetzt ist es soweit. Jesus kommt. Ein paar von denen kennen vielleicht die Schriften genug, um zu wissen, dass er Prophetien erfüllt und sie jubeln und sie freuen sich. Und wie gesagt, dann
kippt die Stimmung. Keine 5 Tage später ist es wieder die Volksmenge, die lieber einen Schwerverbrecher freispricht, um dafür Jesus hinrichten zu lassen. Eine Volksmenge, wir wissen natürlich nicht, in Jerusalem waren viele Menschen, ob das 1:1 die gleichen Menschen waren, aber erst jubelt die Volksmenge und wir hören, dass Leute sich freuen, dass Jesus kommt und er wird hochgehoben und gefeiert. Sie rufen Hosanna in der Höhe und 5 Tage später rufen sie, kreuzigt ihn. Weg mit dem, den wollen wir nicht. Was ist passiert? Was hat so eine radikale Änderung hervorgebracht? Und so eine Volksmenge, ja, die hat Macht. Ja, merken wir heutzutage ja auch, wenn Gruppen zusammenkommen und lautstark Sachen fordern, das hat Eindruck. Und wir lesen in den Kapiteln zwischen dem Einzug und der Kreuzigung mehrmals, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Angst hatten vor der Volksmenge. Sie wollten nichts gegen Jesus unternehmen, weil sie Angst hatten, was das Volk machen würde. Wahrscheinlich haben die sich gegenseitig ein bisschen beeinflusst, weil die Volksmenge dann irgendwann das gemacht haben, was die Pharisäer gesagt haben. Aber ich will mit euch reingucken, was zwischen Palmsonntag und Karfreitag passiert. Nicht alles, es passiert einiges, aber eine oder zwei ganz spannende Begebenheiten, da will ich mit euch reingucken. Wir werden jetzt nicht alles lesen, aber wer Inspiration für seine stille Zeit heute oder morgen braucht, lest doch mal in Matthäus oder in Markus, also steht eigentlich in allen 4 Evangelien, aber das sind sehr spannende Bücher, Matthäus und Markus. Einfach mal die nächsten Kapitel oder die nächsten Absätze ab Matthäus 21 oder Markus 19. Und zwar, also ich erzähle es euch. Ihr habt es bestimmt auch alle schon mal gehört im Kindergottesdienst oder so. Es sind 2 Begebenheiten. Jesus, nachdem er eingezogen ist, guckt im Tempel vorbei, guckt sich um und sagt, Freunde, es ist schon spät, komm, wir gehen wieder heim. Und sie gehen zurück nach Bethanien, er und seine Jünger, und übernachten da. Und am nächsten Morgen früh kommen sie zurück in die Stadt rein. Und auf dem Weg dahin passiert was Ungewöhnliches. Und zwar sieht Jesus einen Feigenbaum, der viele Blätter hat. Es ist Frühjahr, ja. Ein junger Baum mit vielen Blättern und Jesus hat Hunger. Uns wird selten so menschliche Bedürfnisse von Jesus kundgetan. Ja, wir lesen jetzt selten, dass da steht, Jesus hatte Hunger oder so oder Kopfweh. Aber hier steht doch tatsächlich, Jesus hat Hunger. Und er sieht den Baum mit vielen Blättern und er denkt sich, prima, vielleicht kann ich da ja ein paar Früchte klauen. Ja, also klauen ist übertrieben. Vielleicht kann ich mir da ein paar Früchte holen und die essen. Und er geht hin und das sieht vielversprechend aus mit vielen jungen Blättern und er hebt die Blätter hoch und er findet nichts. Und anstatt zu denken, oh, dumm gelaufen, dann kaufe ich mir eine Brezel, wenn ich nach Jerusalem komme, wird er richtig sauer. Und er verflucht den Baum. Haben wir aus Jesu Mund bisher selten wahrgenommen. Und soweit ist auch erstmal die Geschichte an dem Punkt, Jesus zieht weiter in den Tempel. Und da kommt eine sehr bekannte Stelle, die wir alle gut kennen. Jesus räumt im Tempel auf. Und zwar nicht heimlich, still und leise mit einem Feudel, sondern er macht richtig Stunk. Er schmeißt die Tische um. Bei Johannes lesen wir, dass er seinen Gürtel rauszieht und ihn als Peitsche benutzt. Und er schreit die Menschen und sagt, Freunde, was geht denn bei euch? Das ist der Tempel Gottes, das Haus des Herrn und es soll ein Gebetshaus für alle Nationen sein und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er verbietet, dass auch nur Gegenstände durch den Hof getragen werden und er macht richtig Rabatz. Und die Pharisäer haben Angst, was zu sagen, weil sie nicht wissen, was die Volksmenge macht. Und wenn ihr euch jetzt erinnert, ich habe euch am Anfang gefragt, was ihr für ein Bild von Jesus habt. Und das wäre viel so gütig und liebevoll, ja, barmherzig. Und hier haben wir 2 Vorkommnisse, wo er erst einen unschuldigen Baum verflucht und dann im Tempel richtig auf die Kacke haut. Und irgendwie scheint es so atypisch zu sein und gleich wieder passt es auch. Jesus hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Jesus ist barmherzig und Jesus ist liebevoll. Aber im richtigen Moment kann Jesus auch gefühlt knallhart rüberkommen. Da war ein junger Mann, den er sehr gern hatte. Und es wird selten
besonders betont, aber es wird betont, es war ein junger Mann, den Jesus sehr lieb hatte. Es war einer seiner engsten Kumpel, das war jemand, der tief in seinem Herzen verwurzelt war. Und der wollte mit ihm mitkommen, der wollte sein Jünger werden. Und Jesus hat gesagt, dann verkauf alles, was du hast und dann kannst du mitkommen. Aber wenn du das nicht kannst, dann tut es mir leid. Und der junge Mann konnte es nicht. Und Jesus hat jetzt nicht gesagt, naja, okay, wir nehmen jetzt einfach dein Reichtum fürs Reich Gottes. Ja, wir bauen noch ein schönes Haus oder so, da können die Jünger dann später. Und dann geht es schon irgendwie so. Er sagt, nee, knipp und klar, entweder hip oder hopp. Ja? Entweder du willst oder du willst nicht. Also wir sehen auch vorher schon manchmal ziemlich klare Kante, ja, von Jesus. Könnte Berliner sein, ja. Der spricht seinen Gedanken, klare Kante, aber herzlich bis ins tiefste Mark. Und so ähnlich sehen wir ihn jetzt auch. Jesus sagt deutlich, wenn etwas nicht rechtens ist. Und ich wurde neulich darauf nochmal aufmerksam gemacht, dass es auch was damit zu tun hat, die Würde Gottes zu verteidigen. Es gibt eine andere Stelle, wo die Bundeslade geklaut wird im Samuel und Gott wütet in dem Camp dieses Volkes, die Bundeslade geklaut hat und zerstört da die Götzen und wirft Sachen um. Und auch da ist es eine Verteidigung der Würde und der Herrlichkeit Gottes. Und so ähnlich nehme ich das auch bei Jesus, weil er kommt rein und sagt, Freunde, irgendwie seid ihr vom rechten Weg hier abgekommen. Irgendwie habt ihr es so geschafft, es hinzudrehen, dass es hier nicht ordnungsgemäß läuft. Das war der Tempel, das war die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Und ja, der Tempel war ein Ort, wo Tiere waren, wo Krach war. Das ist so. Weil was haben sie im Tempel gemacht? Sie haben Tiere geopfert. Und dann müssen halt dafür auch Tiere da sein und Sachen. Gedacht war aber, dass die Leute ihre Sachen mitbringen, ja, von deiner eigenen Herde, das beste Tier, ohne Fehl, ohne Tadel. Und darauf guckt ein Priester und sagt, jo, das passt, ja, das kannst du opfern. Und dann wärst du hingegangen und hättest deine Opfer gebracht oder bringen lassen dann von den nächsten Priestern. Und die Leute haben es einfach gemacht, anstelle jetzt über hunderte von Kilometern das Schaf unterm Arm mitzubringen, ja, oder die Kuh, konntest du einfach im Tempel die Sachen kaufen, die du brauchtest. Ja, die waren schon gesegnet, die waren rein, es war alles gut. Es war so eine Art Fastfood-Geschäft für Opfergaben. Eigentlich ja nicht ganz falsch, aber halt trotzdem voll am Ziel vorbei. Sehr menschlich. Wir denken, wir machen uns das leicht, ja? Wir machen das uns irgendwie ordentlich. Und Jesus sagt, ey, ihr habt irgendwie den Punkt verpasst. Ihr meint es vielleicht gut, aber irgendwie seid ihr voll dran vorbei. Und nachdem er da ordentlich den Tempel aufgeräumt hat, oder wahrscheinlich hat er mal Unordnung gemacht, geht er zurück nach Bethanien abends und sie kommen wieder an dem Baum vorbei und seine Jünger sagen, Jesus, schau mal, den Baum von vorhin, der ist ganz verdorrt. Der war ganz plötzlich verdorrt, verkrüppelt, da war nichts mehr dran, der war braun und bis ins Wurzelwerk tot. Warum? Warum verflucht Jesus so einen Baum? Es lag nicht am Baum. Es lag nicht am Baum, sondern auch da war es mehr eine symbolische Handlung. So ein Baum mit vielen Blättern, das brauchten die Früchte, um gut von der Sonne beschützt zu werden. Und ja, es ist Frühjahr, aber es gab die Sitte, dass man die frühen Fruchtansätze, die schon sehr süß waren, genommen hat und die so ausgenuckelt hat, ja? Die Pagim. Und das hat er schon erwartet. Natürlich, richtig Frucht würde es erst im Sommer, im Herbst tragen. Aber dieser Baum, der tut jetzt so, als hätte er voll viele Früchte, weil er ganz viel Blattwerk hat. Der sah gut aus, jung, frisch, dynamisch. Und er kommt hin und es war mehr Schein als Sein. Und Jesus sagt, genauso ist es mit dem Tempel. Das sieht von außen gut aus. Vielversprechend. Da ist viel los, ja. Geschäft boomt. Viele Tiere werden geopfert, aber eigentlich ist darunter nicht viel. So, was hat das jetzt mit Palmsonntag und der Kreuzigung zu tun? Jesus hat klare Ansagen gemacht, hat klar seine Meinung gesagt und hat Leuten gesagt, wisst ihr, Freunde, das, was ihr macht, ist nicht korrekt.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten von uns hören das nicht gerne. Wenn uns die Meinung gesagt wird und gesagt wird, weißt du, das ist zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht, ja. So Kritik, das stößt manchmal so ein bisschen auf. Und ich glaube, eins der Hauptprobleme, weswegen die Stimmung von Palmsonntag bis Karfreitag so gekippt ist, ist, dass die Israeliten, die Juden, haben den Messias erwartet und die hatten ein bestimmtes Bild von ihm, so wie wir ein Bild von Jesus haben. Der Sanftmütige. Oder aber die Israeliten haben eigentlich einen Heeresführer erwartet, jemand, der sie endlich befreit. Und das, was sie gedacht haben, ist, dass sie von einer unterdrückenden Diktatur befreit werden. Und das war in ihrem Verständnis nur mit Krieg möglich. Sie haben jetzt so einen großen Heeresführer wie David oder so erwartet. Und stattdessen kommt einer und macht ihnen Vorwürfe, dass sie ihre Religion nicht richtig leben. Heißt, das, was sie erwartet haben und das, wie Gott gehandelt hat, hat nicht übereingestimmt. Und das hat mich zur Frage gebracht, was passiert, wenn Gott nicht so agiert oder reagiert, wie wir uns das vorstellen? Die Israeliten hatten eine klare Vorstellung, wie der Messias kommen sollte und wie der sein sollte. Und sie waren so darin verhaftet, dass sie blind dafür waren, was Gott tatsächlich in dieser Woche getan hat. Und sie waren so aufgebracht, dass sie den Messias, auf den sie so lange gewartet haben, umgebracht haben. Ja, so sollte es sein. Das braucht es für die Geschichte, dass der Plan funktioniert hat. Aber letztendlich haben sie die Erfüllung ihrer vielen Gebete zunichte gemacht, weil Gott nicht so agiert hat, wie sie es erwartet haben. Und da stellt sich für uns die Frage, wo ist es bei dir und bei mir und bei uns als Kirche im 21. Jahrhundert auch so? Wie reagieren wir darauf, dass Gott nicht so agiert, wie wir es erwarten? Es gibt bestimmt genug Situation in deinem Leben, wo du um Dinge gebetet hast oder wo du dir von Gott was gewünscht hast und es ist nicht so passiert, wie du es erwartet hast. Und vielleicht hat das, was es in dir ausgelöst hat, dich auch blind dafür gemacht, was Gott stattdessen getan hat. Vielleicht wartest du immer noch auf die Erfüllung deines Gebetes, obwohl Gott es schon längst anders erfüllt hat. Aber wir sind so von unserem Schmerz, unserer Enttäuschung, unserem Frust irgendwie geblendet, dass wir das nicht so richtig sehen. Oder dass wir so aus dem Weg gehen. Manchmal denke ich so, dass Gott so Segen runtergießt, ja, und wir so, gerade noch vorbei, aber eigentlich wäre das der Segen gewesen. Oder es führt uns dazu, innerlich hart zu werden. Zu sagen, es bringt ja eh nichts zu beten. Wenn ich bete, passiert nichts. Gott, also das ist ja schon ein unglaublich alter Spruch, Gottes Wege sind unergründlich. Und das stimmt. Wir können es nicht erklären, wir können es nicht verstehen. Und Freunde, ich muss euch auch so ein bisschen mit dieser Spannung, dieser offenen Frage stehen lassen, weil ich habe auch keine Antwort dafür. Und wir sitzen, glaube ich, alle gerade im gleichen Boot und wir sitzen hier und denken, Herr, warum machst du gerade nichts? Die Christen in Deutschland haben schon so viel gebetet in den letzten 14 Monaten. Und scheinbar reagiert Gott nicht. Und in mir löst es manchmal einen riesen Frust aus und eine Enttäuschung. Ich hatte gestern Abend so einen Moment von Hoffnungslosigkeit, wo ich so dachte, was ist, wenn das nie aufhört? Was ist, wenn es jetzt wirklich der Anfang vom Ende ist? Und dachte ich mir, so darf ich nicht denken und so möchte ich nicht denken, aber so denke ich nun mal manchmal. Und ich wette, euch geht's ähnlich. Vielleicht werdet ihr sogar sauer auf Gott. Und dann seid ihr erschrocken von euch selber, dass ihr sauer mit Gott wird, weil man dürfte ja nicht sauer mit Gott werden und dann bleibe ich lieber ferne, bevor ich wieder sauer mit Gott werde oder frustriert oder anfange zu schimpfen oder Zweifel bekomme. Wisst ihr was? Es ist okay, frustriert zu sein. Es ist okay, auch mal sauer mit Gott zu sein. Es ist okay, Zweifel zu haben. Wir brauchen sogar Zweifel, damit unser Glauben stark wird. Wir sollten nicht alles schlucken, was uns vorgesetzt wird. Prüft alles. Prüft auch alles, was ich sage. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich weiß, ich versuche aus bestem Wissen und Gewissen zu predigen und das ist das, was ich das Gefühl habe, was Gott mir sagt. Aber ich kann euch keine Garantie geben, dass es richtig ist. Prüft alles. Hakt es nach.
Gott hat euch einen Verstand gegeben, über Dinge nachzudenken. Es ist okay. Und es ist auch okay, zu Gott zu kommen und sagen, Herr, das ist Mist, was hier gerade läuft. Dein Plan ist Blödsinn. Wir haben das von Joachim neulich gehört, dass Abraham zu Gott gekommen ist und hat gesagt, du kannst nicht einfach Sodom und Gomorra hinrichten. Was ist, wenn da noch Gerechte sind? Und Gott hat mit sich verhandeln lassen. Und Gott ist es viel lieber, dass du kommst und deinen Frust und deine Zweifel an ihm auslässt, als wenn du sie woanders auslässt und nicht damit zu Gott kommst. Wenn diese Dinge dich dazu bringen, dich von Gott abzuwenden. Was ist, wenn Gott nicht so agiert, wie du das erwartest und du daraufhin dich von ihm abwendest? Obwohl er unterwegs ist, weil es gut ist und deswegen feiern wir heute Palmsonntag und deswegen ist es so wichtig, ist die Botschaft, dass Jesus gekommen ist. Er hat Einzug gehalten nach Jerusalem. Der Messias ist gekommen. Und wir werden diese Woche feiern, dass er ans Kreuz gegangen ist, für all unsere Sünden gestorben ist, dass er zum ultimativen Opfer geworden ist. Und dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er wieder auferstanden ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dass er gesiegt hat und dieser Sieg gilt. Und ja, wir sind gerade mitten in der Schlacht. Und ja, es sieht gerade nicht so gut aus. Aber wir stellen uns das Ding hier in den Raum, um uns daran zu erinnern, dass Jesus den Sieg errungen hat. Dass Jesus gekommen ist und dass Gott wirkt, auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir das nicht verstehen, was er macht oder das Gefühl haben, dass er gerade nichts macht. Aber Jesus ist gekommen. Und Jesus hat den Sieg errungen. Und es ist okay zu sagen, jetzt gerade verstehe ich es nicht und jetzt gerade bewegt es mich. Und ich weiß nicht, damit umzugehen, aber ich möchte euch heute ermutigen und auch mal neu darauf hinweisen, ey, schaut ans Kreuz. Kommt mit all eurer Last, dafür ist Jesus auch gestorben, für all euren Ärger, mit euren Frust, eure Zweifel, was auch immer. Dafür ist Jesus gestorben und wir können kommen und es zu ihm bringen und sagen, Herr, hier ist es. Und ich verstehe nicht, was hier gerade zum Kuckuck abgeht. Aber ich weiß, dass du gut bist, barmherzig, gnädig, liebevoll, treu. All die Dinge, die wir am Anfang gesagt haben, das ist Jesus. Und er ist bei uns, jetzt gerade. In all den Dingen, die in unserem Leben passieren, so schlimm es auch manchmal ist, aber Gott ist da. Nicht umsonst hat David geschrieben, und ob ich schon wanderte im Tal des Todes, weiß ich, du bist bei mir. Das heißt, dass der Mann das erlebt hat. Und wir wissen, dass David das erlebt hat. David ist mehrmals von Leuten, die sauer auf ihn waren, verfolgt worden und die haben versucht, ihn umzubringen. David wusste, wovon er redet. Es ist nicht immer alles Sonnenschein und Blümchen. Ja? Aber Gott ist da. Und Gott ist treu. Und Jesus hat den Sieg schon errungen. Und ich möchte euch echt ermutigen, all das, was in eurem Herzen gerade los ist, wirklich vor Gott zu bringen. Dafür sind wir auch Gemeinde und Gemeinschaft, dass wir in so einen Zeiten einander beistehen können. Vielleicht gibt es ein paar von uns, die gerade verzweifelter sind und andere, die gerade wieder echt Hoffnung geschöpft haben. Lasst uns die Last des anderen mittragen. Lasst uns einander ermutigen. Ich merke, wie gut es mir tut, jede Woche mit meiner Gebetspartnerin zu beten. Wir tauschen uns darüber aus, wir tauschen uns über Gemeinde aus, sagen, was ist gerade los, wofür wollen wir beten, was bewegt gerade mein Herz. Und oft kommen wir erstmal so ins Schnacken, ja? Und wir reden über Dinge, aber wir erzählen uns von den guten Dingen, die Gott gerade tut oder wo wir Sachen erlebt haben. Und es ermutigt mich und es baut mich auf. Und wenn wir dann mit der Jugend, die Jugend hat das Thema schon gehört, wenn wir mit der Jugend über sowas reden und ich höre, was sie sagen, boah, ich lerne davon selber so viel und ich werde davon auferbaut, weil wir einander immer wieder einander Last tragen, weil wir einander immer wieder ermutigen, weil der andere gerade vielleicht an einem Punkt steht, wo ich nicht stehe und er kann mir das neu ins Bewusstsein rufen. Und er kann sagen, hey, auch wenn du gerade echt im dunklen Tal stehst, Gott streckt seine Hand nach dir aus und er ist da. Ich habe euch noch ein Lied mitgebracht, das habe ich wahrscheinlich so vor knapp 2 Jahren habe ich darüber schon mal eine Predigt gehalten, aber ich dachte, es passt so gut und es soll jetzt ein Moment sein, wo ihr nochmal in euch gehen könnt, wo ihr das vor Gott bringen könnt, was Gott gerade in euch bewegt. Das ist von Casting Crowns, das Lied.
Und in dem Text, also das Lied ist auf Englisch, der Text ist auf Deutsch, den ihr gleich sehen werdet. In dem Lied heißt es: Ich habe gedacht, dass du bis zu diesem Zeitpunkt schon längst eingegriffen hättest. Dass du schon längst gekommen wärst, um uns alle zu retten, den Tag zu retten. Aber ich sage Amen und es regnet immer noch. Und es geht weiter, dass es sagt, und ich will dich auch im Sturm preisen. Auch wenn es gerade immer noch schüttet, will ich dir die Ehre geben. Lass uns das Lied zusammen hören. Du darfst in der Zeit vor Gott kommen. Du kannst ihm entweder all das, was gerade negativ in dir aufblubbert und wo du verzweifelt bist, vor Gott bringen. Oder du darfst ihn preisen und sagen, Herr, ich möchte da sein. Oder du darfst einfach von dem Lied das so über dich rüberwaschen lassen und dich ermutigen lassen. Dich neu darauf hinweisen lassen, dass Jesus gekommen ist und dass er den Sieg errungen hat. Auch wenn wir es gerade nicht sehen, auch wenn wir es gerade nicht verstehen. Und wenn Gott anders agiert, als wir das erwarten, so ist er treu und gerecht und liebevoll. Lass uns das zusammen anhören, uns da einfach aufmachen und dann darfst du Joachim dann im Anschluss gleich weitermachen. Ganz herzlichen Dank für diese Predigt, Miriam. Und da ist so viel drin gewesen. Eigentlich finde ich es schade, wenn ich jetzt nochmal Abkündigungen halten muss und eure Gedanken auf andere Dinge zu richten. Was wir gehört haben, ist so wichtig, dass wir es unbedingt mit nach Hause nehmen sollten. Ich bin so froh, dass wir die Predigten in den letzten Wochen immer wieder aufnehmen, ins Netz stellen und dann kann jeder, der mag, nochmal nachhören und vertiefen. Am kommenden Freitag und kommenden Sonntag wollen wir ganz normal wie jetzt auch Gottesdienst feiern. Letzte Woche wurden wir ja durch die politischen Bitten etwas verwirrt, den Gottesdienst nur noch online zu feiern. Aber es gab so viele Reaktionen aus evangelischer Kirche, aus katholischer Kirche, von den Vereinigungen evangelischer Freikirchen, von der Deutschen Evangelischen Allianz. Und unisono war einfach zu hören und zu lesen, welche Gemeinde auch immer die Freiheit hat, Gottesdienst zu feiern in Präsenz, tut's. Und wer diese Freiheit nicht hat, tut's nicht. Wir haben diese Freiheit. Und die Politik hat diese Bitte ja auch schon wieder zurückgenommen. Aber wir wollen für die Politik beten. In dieser verrückten Zeit spüre ich und ahne ich manchmal die Hilflosigkeit auch unserer Regierung. Was ist jetzt dran? Was ist jetzt richtig? Ich möchte nicht in ihren Schuhen stecken. Lasst uns für sie beten, für unser Land, dass wir mit der Pandemie gut fertig werden und dass das alles ein Weckruf Gottes ist an uns Menschen in unserem Land, uns wieder neu auf unseren Vater im Himmel auszurichten. Ich lade euch also ein, zu den kommenden zwei Gottesdiensten euch anzumelden über das Billetto oder auch telefonisch, damit wir wissen, wie viel Platz noch ist, wenn ihr euch anmeldet. Ein Hinweis, einmal neu und einmal mehr, der April kommt schon. Wir haben in Elmendingen die Echt geplant, aber die Echt findet nicht wirklich in Elmendingen, sondern bei dir zu Hause statt. Das ist eine Mitarbeiterkonferenz des Mülheimer Verbandes mit wirklich genialen Seminaren, die man besuchen kann, online zu Hause kannst du teilnehmen und dich über die Homepage informieren, welche Seminare gibt es denn in diesen Tagen und wie kann ich daran teilnehmen. Also es lohnt sich wirklich. Ich habe selber vor, einiges zu besuchen online und davon zu lernen, davon zu profitieren. Das ist für uns als Mitarbeiter in Gemeinde relevant und hilfreich. Ich möchte euch ermutigen, diese Chancen zu nutzen. Dann hat unser Land Gebet nötig, habe ich schon mal gesagt. Und dazu laden wir ganz besonders ein, uns eins zu machen mit allen Christen, die sich dazu entscheiden, am kommenden, ich glaube, das ist der Mittwochabend, ja, 31.03. um 19 Uhr mitzubeten. Deutschland betet am 31.03. um 19 Uhr. Und Gebet hat Kraft, auch wenn die Antwort nicht immer gleich so aussieht und so schnell kommt, wie wir es erhoffen, aber Gott wird antworten. Und ich lade euch ein, macht euch eins mit vielen, vielen anderen Christen im Land und betet. Jetzt sind wir schon am Ende des Gottesdienstes angelangt und ich möchte euch
Bevor ich noch den Segen spreche, zwei Dinge einfach sagen. Ihr kennt sie eigentlich schon auswendig. Zum einen, wenn ihr den Raum verlasst von der Galerie, geht ihr ja durchs Foyer wieder nach draußen und wir vom Saal gehen durch die Seitentür nach draußen. Und dann sollten wir uns einfach wieder, wie immer, wie wir es schon tun, vorbildlich verhalten, die Abstände wahren und auch draußen, wenn wir uns noch unterhalten, und das schätzen wir ja alle sehr, dann steht nicht zu eng beieinander, sondern lasst uns das vorbildlich für unsere Nachbarschaft auch leben. Genau. Und dann sind wir immer sehr dankbar, wie ihr uns auch in der Gemeinde finanziell unterstützt. Da stehen die Körbe, ihr könnt gerne etwas einwerfen. Und wer mag, viele machen das ja sowieso per Überweisung. Herzlichen Dank für jede Unterstützung an dieser Stelle. Jetzt möchte ich euch einladen, um euch zu segnen, aufzustehen, wer das kann. Das Segen bekommt ihr auch im Sitzen, aber im Stehen, in der Ehrfurcht vor unserem Gott. Ich spreche euch ein Bibelwort zu aus dem Philipperbrief. Damit dürft ihr in die Woche gehen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und so geht im Frieden Gottes in die Woche hinein und seid gesegnet für euren Alltag. Amen.